eigentlich nur Bolo, Ziegen im Camp und Cosimo vermisst die letzte Woche und damit Good Morning in the Morning, Dennis. Good Morning in the Morning, Grenke. Wie geht es dir? Ja, einigermaßen ausgeschlafen und ganz gut. Wir nehmen hier am Morgen auf, zu einer einigermaßen unchristlichen Uhrzeit. Ja. Aber ich bin irgendwie ganz gut durch die Nacht gekommen. Du, bei dir ist ein bisschen anders, deine Stimme klingt angeschlagen. Also dass es überhaupt hier zur Aufnahme kommt, ist ein kleines technisches Wunder. Du bist nämlich gerade in der Hansestadt Bremen. In der Tat, ich melde mich aus dem Ausland und war gestern beim Fußball. Meine Nacht ist definitiv deutlich kürzer als deine. Deswegen werde ich gleich nach der Aufnahme erstmal eine Runde mir Essen suchen gehen. Es ist noch dunkel in der Tat und mich fuckt das ab. Hier ist auch noch dunkel. Mach dir keine Gedanken. Es dauert also noch ein bisschen, bis es bei dir hell wird. Aber hier ist auch bewölkt. Es kann sein, dass es jetzt noch ein bisschen länger dunkel bleibt. Aber wir sind ja nicht hier, um über das Wetter zu reden, sondern über das Dschungelcamp. Und da war gestern Tag 13, den wir alle geschaut haben. Ja. Und irgendwie ist so ein bisschen tägliches Murmeltier, so richtig viel ist nicht passiert, aber es war dennoch ganz unterhaltsam. Ja, es konsolidiert sich jetzt so langsam. Wir laufen ja so langsam auf das Finalwochenende zu. Die Fronten sortieren sich, alle sind da wirklich auch müde und hast du auch gemerkt, als Cosimo auch nicht so richtig an den Streits auch mehr beteiligt war, sondern einfach nur im Dschungeltelefon sagte so, er wünschte sich die Anfangszeit, die Leichtigkeit, als wir alle noch gelacht haben, zurück. Der ist so ein bisschen depressiv angeschlagen, glaube ich. Ja, die haben jetzt langsam, verlieren sie auch die Kraft zum Streiten. In der Tat. Richtig so. Nachdem der RTL dann nochmal doppelt manipuliert hat, auch noch die Bolo-Ansage gemacht hat, kam es dann auch tatsächlich dazu, dass die Bolo noch thematisiert wurde. Ja. Im Camp. Da, also das ist auch eine Nummer. Also Damilia hat am Ende dann halt, wollte das jetzt aufklären komplett, haben das dann auch Gigi gesagt, beide. Und Damilia hat sich relativ elegant aus der Affäre gezogen, hat das quasi als erstes angesprochen, hat gesagt so, also ich fand das eigentlich komplett scheiße und entschuldige sich dafür. Und überhaupt war es Claudia Idee. Also richtig elegant fand ich das nicht. Ich fand, das war schon dann so, ja. Also sie hat es ja mitgemacht, auch wenn sie es vielleicht nicht so cool fand. Das war schon der easy way out, ne? Natürlich, aber es war so elegant, weil, also im Gegenzug für Claudia, die sich plump direkt noch tiefer reingeritten hat in die Nummer. Da gegenüber war es tatsächlich sehr elegant. Gigi war jedenfalls sehr angepisst. Und zwar, glaube ich, war das auch so ein kleines, ich muss jetzt extra angepisst sein, weil ich, um irgendwie aus diesem, wie sagt man es denn, aus diesem moralischen Loch rauszukommen, das ich mir selber gegraben habe, als ich die Pizza gegessen habe. Und lustigerweise ist er damit halbwegs durchgekommen. Ja. Ne? Denn zum Beispiel Cecilia stand ja voll auf seiner Seite. In der Tat. Und selbst Papis war sehr stark empört. Papis fühlte sich verarscht, weil Papis hatte ja in der Vorsendung das wunderbare Päckchen selbstlos an Claudia überreicht für ihre moralische Integrität, dass sie die Bolognese ausgeschlagen hatte, während andere Pizza gefressen haben. Was auch nochmal natürlich erwähnt wurde. Ja. Die habe ich einen selbst losgegeben. Also so ganz so dramatisch war es nicht, aber so ungefähr. Und das Beste war tatsächlich, dass Claudias Argument immer wieder war, warum sprechen wir darüber jetzt überhaupt? Ich rede doch gar nicht über die Pizza. Ich könnte jetzt auch anfangen, wieder über die Pizza zu reden, nachdem man zwei Tage vorher über die ganze Zeit über die Pizza geredet hat. Ja, ich finde aber, da ist auch tatsächlich ein bisschen was dran. Denn diese ganze Bolo-Geschichte ist irgendwie nicht so sonderlich witzig, sonderlich schlimm, finde ich, dass man sowas irgendwie erfindet. Und dann ganz offensichtlich ja auch als Reaktion, ich fand das jetzt nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Ich fand dann schlimm, dass sie es halt nicht gesagt hat irgendwie. Das ist der Punkt. Und damit so komisch umgeht, das ist halt ein bisschen bekloppt. Aber die ganze, es rekurrieren ja alle immer nur auf, oh nein, du hast gelogen, du hast uns verarscht. Und das ist ja irgendwie, das gehört sich ja alles nicht. Ja, mal liebe Leute, also. Bitte. Ja, in Sachen Wahrheit und Moral und überhaupt ist es, weiß ich nicht, das ist so ein Dschungelcamp vielleicht nicht der richtige Ort, um das auszuverhandeln. Aber ich fand die Claudia-Energie immer super. Die saß dann auf ihrer Liege, immer so die Hände auf den Beinen und so eine, also tja, was soll ich denn jetzt tun? Also,
Also ich kann mich gerne jetzt nochmal entschuldigen, wenn ihr das wollt. Also wenn euch das hilft. Aber das habe ich ja schon gemacht. Das reicht jetzt gut. Und so eine Tja-Energie und jetzt ist auch immer gut so und immer wieder auf die Beine ein super, super. Diese allein Körperhaltung, mir ist das richtig unangenehm, ich möchte darüber nicht reden, aber ich habe keine Idee, wie ich mich da rauswinden kann. Mua. Naja. Ist dann auch ein bisschen, wie ich finde, vom RTL zu lang ausgewalzt worden. Ich bin auch nicht so ganz, mir ist nicht so ganz klar, wie die Timeline tatsächlich war. Das wurde ja über die ganze Sendung immer mal wieder so gezeigt. Mhm. Ich habe jetzt nicht nochmal zurückgespult und verglichen, wie die Leute gerade saßen oder wo die bei waren. Aber mir kam es ein bisschen so vor, als gäbe es irgendwie als gäbe es so einen großen Hauptstreit und den hat RTL so ein bisschen zerstückelt über die Sendung gezeigt. Ja. Am Ende ist ja auch nicht so viel anderes, weiteres passiert tatsächlich. Wir sind ja, wie gesagt, müde. Man hat so ein bisschen ein paar Streitereien, aber selbst so andere Dinge, die für Streit sorgen könnten, weiß ich nicht. Abwasch, Toiletten, Zeug. Das ist ja langsam eingespielt. Selbst über die Nachtwache wurde seit mehreren Tagen nicht gejammert. So. Dementsprechend, ich kann gut verstehen, dass der RTL irgendwie seine 90 Minuten füllen muss, deswegen ist es ein bisschen alles länger erzählt. Vielleicht auch länger als notwendig. Das Einzige, was mir noch sonst aufgefallen war, ist, dass tatsächlich Gigi sagte, lass uns doch beide aus dem Weg gehen, also quasi auch auf sich selber bezogen, was Claudia dann zu einem, ja, der hat mich jetzt ausgeschlossen, warum empört ihr euch nicht darüber? Ah. Und ich, also wie sie darauf kam, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil sie mal irgendwie eine Zeit lang alleine am Feuer saß oder so oder da in der Nähe, weil alle halt gerade irgendwo anders waren. Passiert aber halt mal, wenn sich die Reihen im Camp lichten, war ein bisschen sehr, sehr verwirrt irgendwie diese Aussage, fand ich auch. Ja, ich glaube, dass es damit auch, glaube ich, jetzt erledigt ist. Ich glaube, es gab von beiden Seiten, haben alle sich empört. Alle haben ihre Position ausgetauscht. Ich glaube, Gigi wird jetzt einfach auf den Weg gehen. Also vielleicht wird Gigi darüber noch sprechen, aber ich glaube, der Rest, entweder aus Eigeninteresse oder von Genervtheit, wird darüber jetzt einfach nicht mehr weiter groß gesprochen. Ich glaube, damit ist auch Bodo Gate jetzt erledigt. Und dann gab es noch eine Dschungelprüfung, so eine Krabbelprüfung im Dunkeln. Ja. Mit allerlei Getier. Und da musste Julina Sterne rausholen. Julina war, und ich glaube, sie hat sich jetzt eindeutig auf den Anwärterinnenstuhl der Königin gesetzt. Die Leistung war okay, aber wie das alles, also die Begleitumstände waren einfach super. Sie hat sich da irgendwie durchgekämpft und dann auch noch die Ratten, die sie komisch fand, hat dann immer gemerkt, was sind ja Ratten und hat sich dann da durchgebissen. Sie hat auch davor erzählt, dass sie Angst hätte vor Fröschen und ist aber irgendwie trotzdem mal durchgegangen, obwohl da ihre Erzfeinde lauern könnten. Und danach ist sie richtig so ein bisschen eingebrochen und hat geweint, musste das verarbeiten. Das sind, glaube ich, Sachen, die will der Zuschauer vom RTL sehen. Ja. Und damit ist sie jetzt, glaube ich, ganz weit vorne. Da müsste jetzt meines Erachtens schon irgendwie ein Upset passieren oder irgendwas Unvorhergesehenes in der Finalfolge, dass sie dann noch vom Thron gerissen werden kann. Das ist so eine Queen-Defining Challenge gewesen, die sie da auf jeden Fall durchgezogen hat. Nicht nur die Prüfung an sich, sondern eben das Ganze drumherum und die Geschichte, die sie damit erzählt hat. Ja, in der Tat. Also es war super. Ich glaube, kann jeder sagen, also da so durch im Dunkeln da durchzugehen, in so einem Morass irgendwo, du spürst halt Spinnenweben, das ist schon tatsächlich geil. Das merkt man von zu Hause aus nicht, weil wir halt irgendwie diese Nachtsichtkameras haben und es leicht taghell wirkt, aber es ist ja stockfinster. Da ist nichts. So. Und ich fand's echt süß, dass halt das mit der Froschphobie ist halt so ein recurring Theme. Und ich glaube, sie hat kurz gedacht, um Gottes Willen, was ist da drin in dieser Kiste? Und als sie gemerkt hat, das sind ja Ratten, ist wie sie schlagartig beruhigt hat. Und so, ja, davor habe ich jetzt keine Angst, ehrlich gesagt. Ja, das weiß ich gar nicht, aber es war zumindest so, da kann ich mich konzentrieren und drüber hinweggehen. So. Genau. Das habe ich eher so, ich habe das eher so als, und jetzt nochmal so toughen up und weiter geht's so. Einmal kurz zusammengerissen und durchgezogen. Fand ich gut. Hat dann 5 Sterne geholt, hat die dann auch noch allen bisherigen Moderatorinnen des Dschungelcamps gewidmet. Auch Dirk Bach und sich selbst einen.
Also das wirkte ja schon fast wie geschrieben. Naja, sie hatte tatsächlich ja so gesagt, so um Gottes Willen, als ich das jetzt, ich habe irgendwie die erste Staffel gesehen oder sowas, sagte sie, und jetzt bin ich selber hier, es gibt irgendwie so ein, sie hat so einen Story-Arc wunderschön aufgemacht, so ein Kreis, der sich jetzt schließt an der Stelle, und es wäre eigentlich wirklich nur noch perfekt, wie so eine Märchengeschichte, dass sie hier noch Königin wird. Ja. Gibt aber jetzt natürlich noch ein paar andere, die es theoretisch noch verhindern könnten. Cecilia ist heute rausgeflogen, Jana gestern schon. Papis hatten vielleicht bekommen. Aber jetzt bleiben natürlich noch Kandidaten wie Jamila, die sich offensichtlich immer weiter durchbeißt und auch, glaube ich, die einzige wirkliche Gewinnerin der Briefe war. Die Briefe fand ich ein bisschen langweilig. Aber da hat sie sehr interessant getan und hat auch noch mal ein bisschen von ihrer Kindheit im Heim erzählt. Die hat sich nach vorne gespielt und ich meine, irgendwie Cosimo mögen jetzt ja alle. Ansonsten weiß ich nicht, ob es noch große Konkurrenz gibt. Ich glaube, das müssten eigentlich die ersten drei sein. Warum ist Lukas immer noch im Camp? Ja, das ist, weil er Fans hat und die Gefahr besteht tatsächlich, dass der auch so in die Top 3 getragen wird, leider. Hättest du ihn nicht so genauso jinxen können, wie du Markus gejinxt hast? Oh, ich weiß es nicht, aber Lukas Cordalis, das haben wir ja, glaube ich, jetzt etabliert, ist ein Arschloch. Das war auch schon bei der Bolo-Nummer so, der meinte, wir hätten ja über die Pizza ja gar nicht geredet und jetzt redest du die ganze Zeit über diese Bolo. Mhm, ja, genau, alter Mann. Das Einzige, was du getan hast, war über die Pizza zu reden die letzten Tage. Aber es nützt ja nichts. Diese Cordalis Katzenberger Fangruppierung, die steht ja standhaft hinter ihm. Und die ziehen, glaube ich, leider in die Top 3. Und Cosimo verliert gerade so ein bisschen seinen Drive, der ist so ein bisschen müde. Der hat immer wieder so wache Momente, aber dann so 23 Stunden des Tages dann auch eher nicht. Dementsprechend sehe ich tatsächlich Julina definitiv in der Top 3. Damilia oder Cosimo und leider dann Lukas. Und es ist total ungerecht, weil Lukas hat die erste Woche lang nichts getan und in der zweiten Woche hat er einfach seine hässliche Fratze gezeigt. Er hat diesem Camp nichts hinzugefügt, stand einfach nur im Weg. Du hast uns nichts gegeben. Nix. Lukas, so. Gar nichts. Aber das ist so meine Vermutung und ganz ehrlich, ich sehe in der Top 3 die Konstellation und Julina kriegt vom RTL die Fressprüfung und zieht das durch und wird Königin. Das ist jetzt tatsächlich, es muss so passieren. Es ist einfach, alles andere wäre unfair gegenüber dieser Staffel, unfair gegen uns Zuschauerinnen. Es wäre einfach letztlich auch ein Verrat an Dirk Bach. Richtig. So. Julina muss jetzt eigentlich Königin werden. Gut, gibt's noch irgendwas, das wir vergessen haben, Dennis? Ich glaube nicht so richtig. Wir haben eine kurze, knackige Folge, auch geschuldet deiner Hotelsituation. Ich glaube, damit können wir es fast bewenden lassen. Morgen ist es dann wieder ein bisschen ausführlicher. Wahrscheinlich auch schon heute Nacht, oder? Ja, definitiv. Ja, komm, das kriegen wir hin. Genau. Und da hören wir uns wieder. In der Zwischenzeit könnt ihr allen weiter sagen, dass es diesen Podcast noch bis zum Wochenende geben wird für dieses Jahr. Dann sind wir erst nächstes Jahr mutmaßlich wieder da. Folgt uns gerne auf Twitter @dschungelpod. Oder geht auf dschungelpodcast.de/unterstützen, da findet ihr alle Hinweise darauf, wie ihr uns ein bisschen bei unserem Tun hier unter die Arme greifen könnt. Und dann hören wir uns morgen, nach Tag 14 schon. Wow. Bis bald. Tschüss. Tschüss.